Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der FIFA 70 Player Predictions. Und ja, heute muss ich leider ein bisschen leiser reden, da wir noch sehr, sehr früh haben. Denn ich muss diese Videos auf jeden Fall sehr, sehr früh hier jetzt aufnehmen, da ich den ganzen Tag über weg bin. Und ja, heute ist Chelsea dran, die in der letzten Saison noch keine so gute Saison gespielt haben. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten Spieler. Der erste Spieler ist Diego Costa, hat in FIFA 16 86er Rating. Was meiner Meinung nach zu viel ist, denn in der letzten Saison hat er auf jeden Fall nicht gut gespielt. Und ja, er bekommt meiner Meinung nach in FIFA 17 eine 85er Karte. Also minus 2 Tempo auf 80, minus 1 Schuss, Passen und Dribbling bleibt gleich, minus 2 bei Defending und minus 1 bei Physis. So wird die Karte dann aussehen, immer noch sehr, sehr stark, aber nicht mehr so stark wie sonst. Und wir machen weiter mit dem nächsten Spieler. Der nächste Spieler ist dann Gary Cahill. Er hat eine Saison gespielt, die auf jeden Fall nicht sehr stark war, war aber meiner Meinung nach immer noch einer der besten aus Chelsea. Und ich denke, dass er einen 83er beibehält. Mit minus 2 Tempo, denn er wird auf jeden Fall immer älter. Es wird dieses Jahr 31. Plus 2 Schuss, denn er hat auf jeden Fall ein paar Punkte geschossen als Innenverteidiger. Ich glaube 5 oder 6. Passt mit Dribbling bleibt gleich und die Defensive geht eins runter, deshalb geht die Physis auf jeden Fall eins hoch. Und wir machen weiter mit dem nächsten und letzten Spieler. Der nächste und letzte Spieler für heute ist dann Eden Hazard. Hat eine richtig schlechte Saison gespielt, deshalb gebe ich ihm auch ein minus 2 Downgrade auf 87 mit 88 Tempo, also minus 2, minus 3 Schuss, denn wenn man 2 Tore in der ganze Saison spielt, hat man 82 Schuss auf jeden Fall nicht verdient, deshalb gebe ich ihm 79. Minus 1 Passen, minus 2 Dribbling, minus 1 Defensive und minus 1 Physis. So sieht die Karte dann aus, sieht da immer noch stark aus und ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann, haut rein und ciao.